Also man kann sie nicht für den Krieg verantwortlich machen. Das ist nicht, sie wird nicht gefragt, ob da irgendwas passiert. Sie ist keine Beraterin für die entscheidenden Stellen. Und dass sich ein Präsident eines Landes mit Künstlern schmückt, ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist für sie, denke ich, eine sehr schwierige Situation. Aber ich sehe nicht, dass sie diese Politik ihres Landes momentan irgendwie großartig unterstützen würde. Und deshalb finde ich es vertretbar, dass sie auftritt und auch ihre Kunst zeigt. Keine Bühne für russische Propaganda! 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 No net Repo! No net Repo! No net Repo! Друзі, рухаємося! Wir bewegen uns noch ein bisschen, da gibt's noch. Schande Repo! Schande Repo! Schande Repo! Schande Repo! Schande Repo! Schande Repo! Kurze Unterbrechung, ich bin noch ein Putin-Freund. Was gibt es dagegen zu meckern? Oder? Verstehen Sie, ich zahle Steuern in dieser Stadt und nicht wenig. Meine Steuern gehen anteilig in diese Staatsoper. Ja, und? Von der Staatsoper wird von Trepko bezahlt. Eine Trepko zahlt Steuern bei Putin. Und damit finanziere ich die Folterung und den Luftalarm täglich in der ukrainischen Bevölkerung. Ihr bestimmt, was zu sein hat und was nicht zu sein hat. Ich meine, das haben wir doch alle schon gehabt. Damals waren die Union, jetzt sind die Russen Russen. Ich meine, wie läuft denn das ab? Aber Sie haben meine Argumentation schon gehört. Ich habe die schon gehört, aber genau, was spricht denn jetzt dafür, die Folterung und die Kindesentführung fortzusetzen? Das ist doch eine ganz andere Schuld, das ist doch Kunst. Nee, das ist nicht Kunst. Das ist Kultur. Das ist Kunst. In der ganzen Welt rumstet und bumstet, aber Ukraine ist ja erstmal Fokus. Ich habe kein Problem, dass Tchaikovsky gespielt wird, Berlin Philharmonie. Ich habe kein Problem, dass Dostoevsky gelesen wird. Aber eine Künstlerin, die offensichtlich eine Freundin von Putin ist, die sich dazu bis heute nicht geäußert hat, da bin ich dagegen, dass sie wirklich unterstützt wird. Wenn die Riefenstahl auch nur eine Künstlerin. Ja, ist ja bloß eine Künstlerin. Ich meine, zur NS-Zeit, da wurden ja auch viele verfolgt, ne? Die irgendwann mal dagegen gehalten haben. Das hat mit Verfolgung gar nichts zu tun. Trepko wird nicht verfolgt, wenn man sich nicht hier Die wird geistig verfolgt ohne Ende, das hatten wir doch alle schon. Das hatten wir doch alle schon, 33, das hatten wir doch schon. In Deutschland reagiert oder ja nicht reagiert. Dummvoll. Ihr lasst alles mit euch machen. Ihr unterwirft euch und halt die Fresse. Die Eröffnungsnummer gefallen? Ich habe sie gar nicht mitgekriegt. Was? Du hast sie nicht mitgekriegt? Wie ist denn sowas möglich? Sie war laut und fürchterlich mit einem schreienden Ding, das Amok lief.